Die Orte La Piedra und El Torón auf Teneriffa sind nun durch einen sicheren Fußgängerweg miteinander verbunden. Mit einer Länge von ca. 600 Metern und einer Breite von 1,50 Meter ist der Weg auch für Menschen geeignet, deren Mobilität eingeschränkt ist. Parallel zur Hauptstraße TF 436 wurde damit für mehr Sicherheit der Bewohner und Besucher gesorgt. Im Bereich von Masca soll zudem ein Parkplatz entstehen. Die Masca-Schlucht in ihrer natürlichen Umgebung ist mittlerweile zu einer der größten Naturattraktionen auf der Insel Teneriffa geworden. Für den Fußgängerweg hat das Cabildo durch den Kanarischen Entwicklungsfonds etwa 1,4 Millionen Euro investieren können. Hallo, wenn ihr keine Infos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und schaut mal, hier sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein. Vielen Dank.